Attraktive Männer haben alle was gemeinsam. Sie sehen gut aus, klar. Aber gibt es nicht noch andere Eigenschaften, die attraktive Männer an sich haben? Ja, definitiv. Und genau über die spreche ich jetzt in diesem Video. Gewohnheit Nummer 1, ein positives Mindset. Und dazu möchte ich jetzt direkt schon mal ein Beispiel machen. Du gehst zum Beispiel über die Straße oder sitzt in der Bahn und da siehst du ein richtig hübsches Mädel. Und du denkst dir nur so, wow, was eine Frau. Und ich weiß, was dann in deinem Gehirn vor sich geht. Du denkst dir wahrscheinlich, boah, ey, was eine Frau. Die spielt safe nicht meine Liga, da komme ich gar nicht erst ran. Oder, ah, die hat eh einen Freund, da brauche ich gar nicht erst versuchen, da lohnt sich die Energie gar nicht aufzuwenden. Das klappt eh nicht. Solche Gedanken kannst du direkt aus deinem Gehirn löschen. Wie wäre es denn, wenn du dir folgende Gedanken machst? Das wäre meine Freundin oder das wäre sogar meine Frau, mit der ich zum Beispiel Kinder hätte. Wie hübsch wären denn meine Kinder? Krass. Leute, was ich damit sagen will, ist folgendes. Ein positives Mindset ist einfach so unglaublich wichtig. Und das meine ich jetzt nicht explizit, wenn es um das Thema geht, Ansprechen von Frauen, sondern generell in jeder Lebenslage. Egal, ob es zum Beispiel Business ist oder ob es Sport ist oder halt Frauen sind, ja, ganz egal. Ein positives Mindset macht dich wesentlich attraktiver als Mann. Also versuch dir nicht die schlechtmöglichsten Szenarien vorzustellen, sondern versuch dir immer die bestmöglichsten Szenarien für dich vorzustellen und dann hast du auch direkt schon ein richtig schönes, positives Gefühl. Gewohnheit Nummer 2, die tatsächlich alle attraktiven Männer an sich haben, ist folgende. Attraktive Männer kümmern sich um ihr Äußeres und pflegen sich ordentlich. Und damit meine ich einfach die ganz normalen grundlegenden Basics. Wie zum Beispiel das Schneiden der Fingernägel, dass man einfach sich darum kümmert, dass die Hände ordentlich und gepflegt aussehen. Oder dass man sich um seine Frisur kümmert und sich seine Haare schön macht. Oder dass man sich um seine Haut kümmert, seine Haut regelmäßig eincremt und sich vernünftig pflegt. Und das ist nicht schwul oder weiblich, ganz im Gegenteil. Das sind einfach grundlegende Basics, die jeder attraktive Mann aus dem FF kann. Wenn du das zum Beispiel nicht machst, dann kann es zum Beispiel sein, dass du direkt einen Korb kriegst, bevor du es überhaupt merkst. Sagen wir mal, du triffst dich mit einer Frau auf einem Date und du hast einfach ungepflegte und dreckige Fingernägel, ja? Dann kriegst du vielleicht schon einen Korb, ohne dass du es merkst, weil die Frau sich schon gedacht hat, von diesem Mann würde ich mich niemals anfassen lassen, der hat ja dreckige Fingernägel. Also, an alle Männer da draußen, pflegt euch ordentlich. Angewohnheit Nummer 3, attraktive Männer rasieren sich ordentlich. Leute, ich sehe es immer und immer und immer wieder, dass sich einige Männer einfach nicht ordentlich rasieren. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wenn du Bartträger bist und dann einen ungepflegten Bart hast, das ist einfach nicht schön. Ja, ist das gleiche wie mit deiner Frisur. Ich meine, du gehst ja auch regelmäßig zum Friseur, damit du eine schöne Frisur hast. Und das gleiche gilt auch für den Bart. Attraktive Männer kümmern sich um ihren Bart. Entweder nehmen sie selbst ihren Rasierer und trimmen ihren Bart halt perfekt in Form. Oder sie gehen halt zum Barbershop und lassen ihren Bart wirklich picobello sauber machen, sodass der Bart wirklich immer on point aussieht. Eine weitere Angewohnheit von attraktiven Männern ist, dass attraktive Männer einfach gut riechen. Wir können an dieser Stelle mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Du läufst zum Beispiel einer richtig gut aussehenden Frau über den Weg. Sagen wir mal, sogar ein Victoria's Secret Model läuft über den Weg. Und dann steht sie direkt vor deiner Nase und dann stinkt die. Na, die riecht richtig ekelhaft. Kannst du dir das vorstellen? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Und genau so ist es auch bei attraktiven Männern. Attraktive Männer riechen einfach gut. Nutze regelmäßig ein Deo und such dir ein passendes Parfüm raus, was zu dir passt und benutze regelmäßig Parfüm. Und jetzt nicht zu viel auftragen, ja, nicht übelmäßig viel auftragen, sondern ganz normal in Maßen. Aber dein Geruch hat nicht nur was mit dem Deo und mit dem Parfüm zu tun, sondern auch was mit deiner Ernährung. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, und zwar bei guter Ernährung. Attraktive Männer achten darauf, was sie essen. Also achte auch du darauf, was du isst. Versuch zum Beispiel auf bestimmte Lebensmittel einfach zu verzichten, wie zum Beispiel Zwiebeln oder Knoblauch oder generell sehr scharfe Gerichte, weil möglicherweise bekommst du davon nicht nur Mundgeruch, sondern es kann auch möglicherweise sein, dass dadurch dein Körpergeruch sich immens verändert. Und zusätzlich ist natürlich klar, wenn du dir zu viel Fastfood reinhaust, dann wirkt sich das natürlich auch noch negativ auf deinen Fitnesszustand aus. Ich empfehle dir an dieser Stelle einfach zu Hause frisch zu kochen, dir zum Beispiel frische Salate zubereiten oder auch Hähnchenbrust zubereiten, vielleicht auch für den nächsten Tag schon mal vorzukochen, damit du wirklich das Maximalste aus deinem Körper herausholen kannst. Und es gibt ja noch so einen Spruch, du bist, was du isst. Und möchtest du ein schmieriger, fettiger, triefender Burger sein? Nein. Siehst du? Kommen wir jetzt noch zu einer Angewohnheit, die wirklich alle attraktiven Männer gemeinsam haben. Attraktive Männer
sind alle in Bewegung und machen Sport. Und ich möchte dich jetzt gar nicht dazu motivieren, dass du der nächste Fitness-YouTuber, Arnold Schwarzenegger oder Megapumper wirst. Nee, ganz im Gegenteil, überhaupt nicht. Ich meine, klar, du kannst natürlich ins Fitnessstudio gehen, wenn du Bock hast. Du kannst natürlich Gewichte heben, pumpen gehen oder generell laufen gehen, wenn du darauf Lust hast. Aber generell kommt es darauf an, dass du was machst, worauf du Lust hast. Das kann auch eine komplett andere Sportart sein. Geh Fußball spielen, Volleyball spielen, Mountainbiking, Schwimmen, Skifahren, was auch immer. Hauptsache, du hältst dich in Form, du hältst deinen Körper in Form, du bist in Bewegung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich schwöre dir, das macht jeder attraktive Mann. 100%. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Jonas Niebelstein. Weitere Videos zum Thema Männerpflege findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Ich hoffe, dir hat das heutige Video gefallen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.